WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet diesmal: Was ist eigentlich das Besondere an einem Personalkarussell? Nun, im Gegensatz zu den kirmesüblichen Kinder- oder Kettenkarussellen, die auf der Welt sind, um sich möglichst oft und schnell zu drehen, zeichnet sich das Personalkarussell vor allem dadurch aus, dass es in der Regel stillsteht. Und das ist auch ganz im Interesse aller Beteiligten, denn wenn so ein Personalkarussell erst einmal Fahrt aufnimmt, dann entwickelt es derart heftige Fliehkräfte, dass keiner sicher sein kann, am Ende der Fahrt noch da zu sitzen, wo er es sich vorher schon gemütlich gemacht hatte. Manch einer, der gerade noch fest im Sattel auf dem hohen Ross thronte, landet da plötzlich auf dem rutschigen Rücken einer unbequemen Mini-Ente, wird vom Fahrersitz des Feuerwehrautos auf die Rückbank der doofen Bimmelbahn katapultiert oder wird im schlimmsten Fall ganz aus dem Karussell geschleudert. Und weil jede Form von Bewegung des Personalkarussells eben zu heftigen Turbulenzen führt, deshalb wird es normalerweise nur dann angeworfen, wenn der Karussellbetreiber mächtig unter Druck steht, unter Handlungsdruck. Und genau in einer solchen Situation befindet sich der Guido Westerwelle, der seit seinem Amtsantritt als Außenminister in den viel zu großen Schuhen seiner Vorgänger durch die Weltgeschichte stolpert und mittlerweile in etwa so beliebt ist wie eine spanische Salatgurke. Aber das soll ab sofort anders werden. Achtung, Achtung, hier kommt Guido Westerwelles neuester Neustart. Der Außenminister krempelt das Auswärtige Amt um. Und wenn der Westerwelle krempelt, dann krempelt er richtig. Als erstes werden die drei Staatssekretäre verrückt, einen kriegt der Rösler, weil ihm der als Vizekanzler zusteht. Einer wird wegen fehlender Entscheidungsfreude in den vorzeitigen Ruhestand geschickt und ersetzt durch die bisherige politische Direktorin, in deren politisches Direktorium dann ein führendes Mitglied aus einem Komitee in Brüssel einzieht. Gleichzeitig geht der Dritte im Staatssekretärbunde als Botschafter nach Washington, macht damit Platz für den Leiter der Personalabteilung. Das ist insofern gut, weil der aus der Personalabteilung eher der FDP nahesteht und die aus dem Direktorium der CDU. In dubio pro porz. Der bisherige Büroleiter wird Chef vom Planungsstab, der wiederum in die Botschaft nach Laos wechselt, so wie der außenpolitische Referent ins Büro und der Botschafter aus Riad nach Berlin als persönlicher Beauftragter des Ministers für den Wandel in der arabischen Welt. Apropos, in Syrien gab es bei Protesten wieder zahlreiche Tote. In Libyen haben Regierungstruppen in Misrata Antipersonenminen ausgelegt, um die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung einzuschränken. Und im Jemen droht ein Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Stämmen. Was der Westerwelle dazu sagt? Na, zurzeit nichts. Schließlich sitzt der Mann auf dem Karussell und krempelt. Aber weil die Weltgeschichte eben weiterläuft, deshalb macht er danach aller Wahrscheinlichkeit nach das, was er bisher auch gemacht hat. Er läuft ihr hinterher.